Hey Leute, ich bin's Mr. Zero LP. Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, nach 5000 Jahren endlich zurück. Ja, auch mal wieder in Gothic 3. Ja, ich hatte jetzt wie gesagt mehrere Fails. Beim letzten Mal bin ich gestorben und da gab es dann schon zwei Fails, wo ich dann zwei Aufnahmesessions verkackt habe. Eine normale, eine große. Und jetzt geht's endlich mal wieder weiter in Gothic 3. Es hat mich jetzt irgendwie derbe angekotzt, aber jetzt habe ich endlich mal wieder die Lust darauf, das aufzunehmen. Wir sprechen nochmal mit allen hier durch. Die anderen habe ich dann schon. Ja, das ruckelt schon wieder. Das liegt echt im Spiel. Das ist Gothic 3 halt, ne? Sprechen wir mal mit Diego. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Obwohl wir hier, glaube ich, schon waren, aber naja, machen wir es halt nochmal jetzt. Ist das denn was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roban gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Tja, das werden wir noch erfahren, wenn es soweit ist. Er kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist das nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Okay. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Okay. Viel Glück. Danke. Wir sehen uns wieder. Okay, na klar. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Das ist so geil, die man wieder am Anfang. Ja, wir sollen zu Lester erstmal gehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gezeigt hatte. Ich glaube aber ja. Der ist hier unten in dieser tollen Siedlung. Yay, Sprung. Ja, ich mache wie gesagt endlich weiter mit diesem Spiel. Und nochmal für alle, die ich das Kommentar bekomme, ich mache keine Thumbnails. Es gibt keine Verstärkung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was vom Sachen besorgen. Ich auch. Wir reden so, später. Das war's jetzt mal so wieder hoch. Ja, nochmal, was ich gerade sagen wollte. Ich mache keine Thumbnails in diesem Let's Play. Denn es ist einfach zu aufwendig. Guckt euch mal das an. Es ist doch hässlich. Texturen, ey. Ist doch kein Boden hier. Naja. Ich spiele es nämlich ohne Patch, weil der Patch, habe ich ja schon mal erklärt, der hat schon mal eine Stadt weggepatcht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das Einzige, was ich halt hier drin habe, ist die Konsole. Aber die brauche ich nur mal, um mir eine Quest zu cheaten, die unlösbar ist. So. Diego macht schon wieder Pläne. Sprich du mal mit ihm. Am besten du erledigst ihn. Achso, ich dachte schon, willst du mich gerade verarschen? Was ist los? Piraten. Ist das denn? Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wenn er so weitermacht. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Egal sein. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Ach, hör doch auf. Okay. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nur die Herren von Mirtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Oh ja. Und was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Mirtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Das ist auch die Sache in diesem Spiel. Ich laufe jetzt nochmal kurz rum, dass ich ein bisschen labern kann. Das ist auch die Sache in dem Spiel. Wir müssen zuerst in die Wüste und dann können wir ins Schneegebiet, weil das Schneegebiet ist relativ schwer. Erst wenn wir die normalen Sachen abgeklappert haben, gehen wir halt ins Wüstengebiet und hier liegt noch ein toter Ork rum, den nehmen wir noch aus und dann gehen wir mal zu Diego. Erstmal Pause, mein Herz. Verarschen. Hast du Gorn. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Okay. Jetzt da gehen wir sie ernst. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Okay, geh mal vor.
Aber hat natürlich den Bug, dieses, wenn du so. Das hat man jetzt auch nicht mehr, dieses Schwärzegeräusch. Ne, naja. Ich lasse ihn mal vorlaufen, er ist zu lahm, ey. Ah, jetzt hängt das Spiel gerade mal wieder. Ich hasse es. Es ist so schlecht. Das Spiel ist so unglaublich schlecht. Naja. Piss dich. Scavenger, hau rein. Oh, ich bin nicht nah genug dran. Über all diese Mistviecher! Das wäre erledigt. Wir sehen uns. So, wie noch haben wir noch. Können wir ihn ausnehmen? Da haben wir Fleisch und Scavenger Eye. Haben wir noch eine Flammenbeere. So, wo ist er? Da ist er. Jetzt sind wir gleich da. Dann schauen wir uns da mal um. Siehst du? Da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Lass dich nicht unterkriegen. Okay. Wir sehen uns. Natürlich, bis bald. Ich gehe jetzt auch in die Stadt. Jetzt sprechen wir was mit allen Leuten, die hier so sind. Wird jetzt den Rest des Parts wahrscheinlich dauern und den nächsten also mal gucken. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Einige Dinge werden sich niemals. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Und es kommt noch schlimmer. Die Sache ist, ich werde die Quest hier nicht weitermachen, weil es gibt da oben, wo er beschreibt, keine Wildschweine, es ist ein Bug, dadurch sind die nicht da. Deswegen bringt mir das Quest an den Null was, denn die sind einfach nicht da. Das macht keinen Sinn. Ja. Pass auf dich auf. Deswegen sprechen wir jetzt mal hier. Ich hab zu tun. Die sagen hier nichts zu uns. Das sind keine wirklichen Charaktere. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun. Lass mich in Ruhe. Und die mit den Namen wie erstens zum Beispiel ein ansprechbarer Charakter. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Okay. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Reddok auf kurz oder lang finden. Ach ja, Kap Dun. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Ork-Söldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Nö. Warum soll ich die Ork-Söldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. So der Weg des Ork-Söldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ach, das kriege ich hin. Die sind einfach. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ja, alles klar. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Alles klar. Ist unten in der Höhle. Okay, jetzt können wir mit ihm handeln. Ah, da muss. Nein, wir können es eh nichts leisten. Denn wir guckt euch mal das Geld an, also. Die Sache ist ja. Na, Bauernkleider, wir können uns hier noch keine Rüstung leisten und den Rest brauchen wir auch nicht. Einen Bogen haben wir ja, ne? Den könnten wir auch mal auf die 3 packen. Bei uns. Ich werde ihn mal. Ah, ne, haben wir sogar auf der 3. Nimm die Waffe weg! Okay, das sollte man in der Stadt jetzt nicht unbedingt die Waffe ziehen, aber egal.
Und es hängt gerade das Spiel wieder kurz. Wir gehen mal runter und jetzt sprechen wir noch mit den anderen ein. Das, wie gesagt, ist nur ein Laberpaar zum Teil. Der nächste wird auch anfangs nicht sehr viel spannender. Es sind halt anfangs sehr viele Dialoge und sehr viele Quests müssen wir halt machen. Deswegen müssen wir erstmal mit jedem sprechen. Sprechen wir mal mit Sebastian. Was? Ach so. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam wirklich? Der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Okay. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Keine neue Quest jetzt. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir. Okay. Ich besorg dir Heilpflanzen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Das ist ich nicht denke, schwer. Es wird kein Problem für dich sein, nee. Sie zu finden. Genau. Wir könnten wieder mit ihm handeln. Lass uns handeln. Aber möchte ich jetzt nicht. Ich besorge ihm in der nächsten Folge erst seine gewünschten Heilpflanzen. Ich werde jetzt hier beenden und wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Ich werde auch gucken, in welchen Bereich ich gehe. Aber wahrscheinlich nicht Magie, wie ich glaube ich vorhin schon erwähnt habe. Hoffe ich zumindest. Ja, wenn nicht, mehr dazu in der nächsten Folge Let's Play Gothic 3. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch euch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Also dann, ciao.